So, ein wunderschön. Eine Musik läuft noch. ja, achso, Musik. Gott, ist ja schon wieder eine Vorbereitung. Extra klasse. Ach, schon besser. Ohne meine Kopfhörer fühle ich mich nackt. Gott, so schöne Bilder heute. Was ist denn los hier? Look at these. Yay. Ich verstehe übrigens nicht. Warum habe ich immer zweimal Statistik? Wer macht so einen Scheiß? Schließen. Also. Also. Warum habe ich dort einen Rand? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach so, wegen meinem Menü hier. Ja. Ist, kann man. Hä? Normalerweise, ja doch, im Fenster geht normalerweise vollkommen runter. Das muss also so ein Handling von dem Ding hier selber sein, dass der nicht runter möchte. Ja, der blockiert sämtliche, auch wenn ich hier rechts am Rand gehe, geht auch nicht weiter. Ha, lol. Okay, interessant. Ach, schau mal, ich kann das hier, warte mal ganz kurz. Ich kann das hier so reinschieben. Das ist ja interessant. Wow. Jetzt habe ich das direkt nochmal. Das Zeug vermehrt sich für die Fliegen. Kann ich das jetzt nochmal rein? Es ist weg. Also gerade ist es nochmal kurz aufgeblitzt. Es ist ja sowas von verrückt. Wobei, da oben macht es wenig Sinn. Ich würde es höchstens da unten. Geht das hier unten? Nee. Ach, natürlich. Darunter geht es natürlich nicht. Nur da drüber. Er ist ja wieder typisch dumm. Kann man es auch ein bisschen. Nee, kleiner geht auch nicht. Warte mal ganz kurz. So. Ach, kleiner geht aber leider auch nicht. Ist ein bisschen groß. Jetzt sehe ich das Fenster hier kaum noch. Ist ja. Schlimm ist das. Vor allem, weil ich die so klein habe jetzt. Ist ja. Oh, Kacke. Nee, das ist Bullshit. Nee, lass mal extra. Aber eigentlich bräuchte ich es gar nicht. Ja, so, und jetzt brauche ich das Ganze nur als normales. Genau so. Wenn er jetzt dieses kleine Fenster nochmal öffnet, dann installiere ich OBS. Ist ja schlimm, ist das ja. So. Okay. Schönes Bild. Nein. So. Okay. Nein. Das, genau. So. Aha. Ich habe jetzt übrigens mal ein bisschen den Spielsound ein bisschen runtergedreht. Da so. Also auf so. Ja. Also minus 10 dB ist also halbe Lautstärke. Weil mir aufgefallen ist, dass der Spielsound doch ein bisschen sehr heftig ist. So, aber jetzt mal rein ins Vergnügen hier. Zero läuft noch? Ja, Zero läuft noch. So. So dunkel. Und es regnet. Dreckswetter. Ist es gerade hell? Ah, es wird gerade hell. Cool, Sonnenaufgang. Na gut, im Regen ist natürlich. Was? Oh, falsch rum. Bin ich gerade dumm? Hab ich doch. Oh wow, ich habe das A und das E vertauscht, ich habe das T und das H vertauscht. Was ist denn los mit meiner Tastatur hier? Warum tippt die manche Buchstaben schneller als andere? Ah, leck mich. Ich habe auch immer das Problem, wenn ich irgendwie so schreibe, weiß nicht, wenn ich irgendwie schreibe, Welcome in the Apple, dann schreibe ich immer so. Ich habe keine Ahnung, warum. Bei mir ist beim Schreiben so diese Macke drinne, dass das E immer zu dem nächsten Wort rutscht. Da kommt die Leertaste immer schneller als das E.
keine Ahnung, ist ganz kurios. Ja, gut, Wetter können wir nicht ändern. Es wird gerade dumm. Achso, ja, okay, die Sonne ist verschwunden, weil es jetzt regnet. Und dementsprechend die Regenwolken sind verdecken. Na gut, der Gegner doch schlafen. Hallo, da. Sie können nur nachts oder während eines Gewittersturms. Ach, weil es jetzt offiziell Tag. Ist ja, wow. Dafür, dass es Tag ist, ist aber ja schon dunkel. Egal. Habe ich eine schöne, mullige Atmosphäre. Okay, machen wir mal hier. Wir wollen ja eine zweite Etage ranklatschen. Jetzt haben wir schon diverses Glas. Haben wir Glas schon, oder? Doch, genau, haben wir schon. Dann brauchen wir bloß noch Holz. Ganz schön dunkel hier. Alter, ich nehme mal die paar Fackeln auf. Ich sehe ja gar nichts mehr. Licht! Oh, siehst du, wir können ja mal hier so. Aha! Nicey dicey. Okay, das ist cool. Das ist sehr geil. Das ist richtig krass. Richtig krass. Schön, schön. Jetzt komme ich mir gerade hier vor, so wie bei, weiß nicht, irgendein x-beliebiges Dungeon-Spiel. Gut, Fackel. Haben wir noch Fackel? Ja, ich weiß, wir werden natürlich dann später Glowstone einsetzen, aber wir haben ja noch kein Glowstone, also ne? Müssen wir erstmal hier ein bisschen mit Fackeln aushelfen. Da haben wir zum Glück noch einen Arsch voll. Eine dahin, machen wir mal hier so mal so, da so eine hin, da so eine hin, da so eine hin. Dann sollte das reichen. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, was jetzt Holz? Holz haben wir. Zum Glück ein bisschen viel. Ich dachte, wir hätten mehr. Okay, dann haben wir doch gar nicht so viel. Oh ja. Wir haben ja noch ein paar Bäume. Irgendwie habe ich gerade. Ja, aber hey, wieso habe ich keinen Spielsound? Ich gerade irgendwas falsch? Oh, neues Bild. Spielsound. Oh ja, klar, ich hab. Wow. Sollte vielleicht doch mal hier. Jetzt. Ha. Das macht halt voll Sinn. Ah. Nice. So, aha, okay, wir haben viel zu viele Stöcker und ich habe keine Ahnung, was wir damit machen wollen. Man kann mit Stöckern halt, wie es aussieht, erstmal gar nichts machen. Wir können 240 Angeln bauen, ist ja herzallerliebst. Okay, oh, 84 Sachen, okay. Ja, halt Werkzeuge, ne? Aber wir brauchen halt nie im Leben so viele Werkzeuge. Achso. Ah, stimmt. Wir können das Zeug als Brennmaterial benutzen. Ah, wäre eine Idee. What the fuck? Boah, Alter. Ist das geil? Wow. Oh. Ja, was sollte man im Gewitter immer machen? Schön durchnässt sich aufs Dach stellen. Das Sicherste, was man machen kann im Leben. Wie geil ist das denn, Alter? Das ist schon krass. Eieieiei. Wir sind einfach mal hier so ein bisschen so. So, einfach mal so ein bisschen so. Oh, ist das cool. Ich finde es auch immer geil, wenn man so nach oben guckt. So, ne, dieses Regen von oben, ne? So dieses, das ist denn. Ja, dass man so dieses. Ja, wie sagt man? Also, ne, so. Wenn man so extrem schnell so durch den Raum wandert, also jetzt durch galaktischen Raum, ne, und dann so die Sachen so aneinander, so dieses Nahe-Lichtgeschwindigkeit-Gefühl und so,
Und das erinnert so irgendwie so ein bisschen daran. Aber sie sieht halt an sich auch einfach geil aus. Ist schon krass. Ja, schon geil. Einfach mal ein bisschen weitergehen. Der war aber ganz schön nah. Okay. Ist schon geil. Wobei, die hätten noch ein bisschen mit dem Delay spielen sollen, weil jetzt der Donner jetzt gerade eben, das war ja so ein extrem langgezogener Donner, und das passiert eigentlich nur dann, wenn der Donner relativ weit weg ist. Das heißt, die hätten dann auch zwischen Blitz und Donner relativ langes Delay einbauen müssen. Jetzt weiß ich nicht, ob das in... Mami? Ob das in Mindtest so einfach möglich ist. Wir gehen lieber wieder rein. Ob das in Mindtest so einfach möglich ist. Vor allen Dingen sind die Blitze halt auch alle ganz schön nah. Und die hat mit der Lautstärke arbeiten sollen. Gerade wenn die Blitze so nah sind, sollten sie eigentlich viel lauter sein. Ich meine, bei Blitzen, also bei den Blitz-Sounds, wäre es ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn die komplett übersteuert sind. Weil ich meine, wenn im echten so 3 Meter neben dir so Blitz einschlägt, dann sagt dein Ohr auch nicht, nee, der Sound darf nicht übersteuert sein. Sondern dann ist dein gesamter Kopf übersteuert. Von daher, ne? Könnte man noch ruhig so ein bisschen mit der Leuchtstärke arbeiten, dass Blitze, die sehr weit weg sind, halt leiser gemacht werden und auch ein größeres Delay haben zwischen Blitz und Donner, ne? und Blitze, die ganz nah sind, der Sound halt hoch geregelt wird. Wie gesagt, ich weiß nicht, was davon in der Mindtest Engine alles möglich ist, aber Sound-Lautstärke kann man, glaube ich, beim Abspielen des Sounds einstellen. Weil es wird ja auch bei anderen Sachen gemacht, wenn irgendwelche anderen, weiß nicht, Tiere weit weg von dir sind. Oh, da brennt es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja klar, ab ins Wasser. Ronny, du bist ein Genie. Er ist doch schon wieder weg. Schade eigentlich. Da ist das Licht. Alter, geil. Ich freue mich gerade einen Ast. Guck mal, hinten brennt's. Ha, wie geil ist das denn? Lass mich auf den Baum rauf. Ich brauche Licht. Hey? Wieso funktioniert die Fackel nicht mehr? Hallo, Fackel? Okay. Meine Fackelmod wurde auch mit vom Blitz getroffen. Der Baum brennt. Ach nee, ist ein Skelett, was da hinten. Hä? Weil es ja eigentlich Tag ist. Da hinten brennt ein Monster. Ist ja wohl. Hui, oh oh. Ich weiß gar nicht. Zerstören kann Feuer, glaube ich, nichts. Aber es kann sich halt ausbreiten, soweit ich weiß, ne? Alter. Ist das geil. Na, fängt der Baum an zu brennen. Ich weiß gar nicht, ist Feuer eingeschaltet hier? Die können Sachen abbrennen? Auf dem Server? Ich hoffe nicht. Wobei doch, Feuer ist aktiviert auf dem Server, oder? Ja, guck mal, das ganze Gras ist hoch an der Stelle. Feuer ist aktiv. Ach du Scheiße, müssen wir was löschen. Ja gut, das Skelett quickly. Wow, sobald ich näher komme, geht's Feuer weg. Auch interessant. Ja, wow. Komm, geh schön, ist das Feuer weg. Wow. Ey, chill mal dein Leben. Ja, also hier ist ja jetzt eine kahle Fläche. Und warum funktioniert meine Fackel nicht mehr? Wait a minute. Kann das daran liegen, dass es jetzt eigentlich tags wäre? Oder liegt es daran, dass er aufgrund des Regens, weil ja, ich weiß nicht, wie der Regen implementiert ist, ob ich jetzt quasi durch Regenblöcke laufe und der die dementsprechend nicht mit Licht ansetzen kann. Guck mal, ich jetzt... Oh, nicht mein Haus, nicht mein Haus. Wenn ich jetzt hier reingehe... Ja, jetzt funktioniert's.
Okay, das heißt, der Regen sind wirklich Regenblöcke. Dementsprechend kann er die nicht ersetzen. Ja, interessant. Wow, das heißt, im Regen funktioniert meine Fackel nicht mehr. Ach, schau, so lange wie ich unter Bäumen bin. Ah, das ist jetzt geil. Dadurch, dass der Regen jetzt quasi als Blöcke gemacht ist, regnet es jetzt auch unter anderen Blöcken nicht mehr. Okay, das ist geil. Guck mal, es regnet nur noch da, wo man auch den Himmel sieht. Oh, Alter, geil. Ach, das ist ja... Alter, ich entdecke gerade so viele neue Sachen. Wow. Die Welt ist so modern. Und alles brennt. Aber wenn ich jetzt wieder hingehe, geht es wieder aus? Sehr komisch. Oh, Alter. Ja, alles so geil. Oh mein Gott. Ich chill mal. Wobei eigentlich so doll ausbreiten dürfte sich ja eigentlich gar nicht, weil die Blätter sind ja alle nass. Ne? Jetzt zumindest. Sehr geil. Nee, weil früher bei Minecraft, also zu der Zeit, als ich noch dieses Wettercycling kennengelernt habe, da war es ja so, dass der Regen quasi wirklich einfach ein Effekt war, was darin gemündet hat, dass wenn man unter etwas stand, es gar nicht geregnet hat. Und sobald man unter freiem Himmel stand, es überall geregnet hat, auch unter anderen Objekten. Weil, wie gesagt, das Ding keine Blöcke innerhalb der Welt war, sondern halt einfach ein, ja, Offscreen-Effekt, Offscreen war schon, ein Onscreen-Effekt, der also einfach quasi über das Rendering drüber gelegt wurde, als Sprite, wenn man so möchte. Das glaube ich gerade. Egal. Auf jeden Fall halt, ja, drüber gelegt wurde. Genau. That's so fucking geil, Alter. Oh. Ich liebe das. Okay. Das wird die wahrscheinlich langweiligste Folge ever. Aber es ist mir gerade so was von scheißegal. Nein. Please. Oh, da ist. Was machst du auf meinem Haus? Warum spawnt der auf ein Holzdach? That make no sense at all. Ich dachte, das spawnen keine. Ist Holz. Please die, Motherfucker. Thanks. So, habe ich einen Boden? Ja. Und Knochen. Sehr schön. Oh. Okay. Dann versuchen wir mal in der Folge auch noch mal was Sinnvolles zu machen. Ich weiß nur nicht was. Genau, Glas haben wir, Holz haben wir. Wir müssten mal was essen. Unsere Nahrung sieht nicht so geil aus. Wir brauchen mal ein Pferd, ne? Wir müssen mal so einen Stall bauen und dann mal hier so ein Pferd entführen. Ja. Da müssen wir mal unsere wunderschöne Diamantrüstung einsetzen können. Was suche ich gerade? Achso, genau, Essen. Bin ich ja genau richtig hier. Irgendwelches Gammelfleisch haben wir nicht mehr. Keine Döner? Schade. Ey, du, nach da. Da. Nein. Digga, Level 26, Alter. Warum fühlt sich mein Herz nicht auf? Muss ich doch noch mal essen? Ah, jetzt. Okay. So, die restlichen 6 kommen wieder zurück. Ich kann mir doch auch so ein. Könnte ich mir jetzt so ein Salat machen? Potatoes. Ah! Okay, das kann ich mir nicht machen. So viel Kaninchen. Also, wir haben zwar ein Kaninchen, was die ganze Zeit rumläuft. Aber sonst. Ja, nee. Okay, können wir nicht machen. Der ist natürlich traurig. Können wir die gebratenen Kartoffeln aber wenigstens so roh, wow. Die gebratenen Kartoffeln roh essen. Klar, klar. Das macht voll Sinn.
Nee, die gebratenen Kartoffeln so essen. Am besten noch schön so in so. Aber guck mal, die Bäume brennen zwar komplett, aber sie brennen nicht ab, also, oder wenn sie klappen. Doch, guck mal, da umfallen Blätter. Ja, das beobachten wir mal ganz kurz. Ich glaube, der Baum ist gleich weg. Oh mein Gott. What the fuck? Wie lange geht das Gewitter überhaupt noch? Ja, der Baum brennt ab, tatsächlich. Das heißt, Feuer ist auf dem Server aktiviert. Upsili. Da ist es ja super genial, dass wir ein Holzhaus haben. Haha. Please chill. Ey, wait a second. Können wir das? Können wir? So ein Höllenreiter? Wobei, brauchen wir noch ein Namensschild, ne? Hey Pony. Kann ich? Einmal kurz. Ich muss mal ganz kurz hier. Ich muss mal ganz kurz. Pferde mögen Heu, ne? Also im echten ja, aber ich meine jetzt hier vor allen Dingen in mein Test. Mein Klon. Die Frage ist, ob das für so eine Knochengruppe auch gilt. Weil, ganz ehrlich, der sieht so aus, als wenn er schon lange nichts mehr gegessen hätte. Ja, doch, doch, der folgt mir auf jeden Fall. Ah, guck mal, der ist es. Und jetzt so? Oh mein Gott, ich hab ein Pferd auf dem Flur. So, jetzt müssen wir mal direkt hier ein bisschen einkesseln. Hat ja gut funktioniert. Komm her. So, wenn Pferd jetzt anfängt zu brennen, raste ich aus. Ja, geh mal weg hier. So, wo bist du? Da bist du. Komm her. Kommst du? Oh, hier ist ein Clown. Kommst du? Kommst du? Ah. Ja, es ist eher so ganz rudimentär gebaut hier. Aber ich hoffe, es reicht. Ja. Soll ich noch ein Dach drauf bauen? Ich mach mal. So, brauchen wir bloß noch einen Sattel. Und dann haben wir ein Pferd. Yay! Ich sag's doch, wir brauchen einen Stall. Die Frage ist nur, wo? Oh nein, hier vorne brennen die Bäume. Oh, schnell. Wir müssen da hingehen. Mit unserer magischen Anwesenheit löschen wir jedes Feuer. Wisst ihr, komm, gehen wir hin. Feuer weg. Das ist so genial. Ja, und hier sind echt die Dinger abgebrannt. Das ist doch verrückt, ist das doch. Magic. Respect. So, dann müssen wir mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall Platz. Dann baue ich dann gleich mal einen Stall hin. Guck mal, da ist ein Schwein. Tja, du hast heute aber kein Schwein. Tschakbum, tschakbum. Das ist eine Kuh. Aber bitte, bitte. So, wir brauchen Platz. So, mal gucken, ob hier alles frei ist. Nicht, dass ich aus Versehen mein Haus mit abbaue. Ja, ich hole nochmal alle Bäume ab. Und dann gucken wir mal später. Platziere ich die Bäume doch nochmal ein bisschen freier. Also ein bisschen weiter auseinander.
Das ist mir doch ein bisschen zu eng hier. Da ist noch so ein Skelettpferd. Ich brauche aber nur eins. Oder es war es? Ne, nee, Quatsch. Kann ja gar nicht meins gewesen sein. Meins hat eine Rüstung an. Ein Wetter. Ach ja, so. Das geht ja auf keine Kuhhaut hier. Genau. Ja gut, die Blätter, da muss ich natürlich, wie gesagt, wieder komplett manuell abschlagen. Wegen Waldbaum. Scheiße. Die Blätter sind zu hoch. Perfekt. Ah, meinem gesattelten Pferd geht's gut. Haben wir vielleicht einen Sattel irgendwie hier? Nee, ne? Wir haben bloß Leder. Wie kann man denn... Ah ne, Sattel kann man gar nicht bauen. Ne? Das heißt, Sattel kann man nur finden. Ich weiß auch gar nicht, wie man Sattel auf Englisch... Also was Sattel auf Englisch heißt überhaupt. Seattle? Autsch! Einfach mal direkt den ganzen Bundesstaat deformiert. Easy. Unsere Spitzhacke wird halt, unsere Axt wird halt bei weitem nicht reichen. Guck mal, der brennt nicht. Obwohl es ja auch immer noch, naja, eingestellt sein müsste. Oder es wird bereits wieder Nacht. Das kann natürlich auch sein. Wobei, eigentlich gehen doch die Mobs gar nicht nach der Tageszeit, sondern eigentlich nach der direkten, also nach der tatsächlichen Helligkeit. Sonst könnten die auch nicht in Höhlen oder sowas überleben. Dann hätten die also vorhin bei dem Gewitter eigentlich... Warum hat denn der gebrannt? Der eine da hinten. Oder wurde er vom Blitz getroffen? Ich habe ganz so viele Stöcker. Aber wie gesagt, haben wir wenigstens gleich Brennmaterial. Ist so was Schönes. Ist doch easy. Ich sollte mal Vollpause machen. Fällt gerade mal so auf hier. Wir sind schon hart am Limit. So. Hey, was ist hier los? Perfekt. Gutchen, dann bis zur nächsten Folge. Man sieht sich.